Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS. Ich mach mal gerade meinen Ton noch einen Ticken leiser, denn gestern, ich weiß, ich habe es mir nochmal angeschaut, hat man mich einfach mal wieder nicht verstanden. Das finde ich gar nicht so sexy, deswegen lassen wir das Ganze auch einfach jetzt mal so. Und ja, ich begrüße euch auf jeden Fall ganz herzlich wieder zurück hier auf meinem Kanal, auf meinem Hof. Und melde gehorsamst, der Düngerstreuer wird blockiert. Nicht schön. Habe ich gestern nicht mitgedacht. Ich ändere das Ganze mal. Ich stell dich mal kurz um, dass du mich hier auch definitiv nicht weiter nervst. Ja. Später kommt auf jeden Fall noch eine Surprise. Surprise. Ne, ihr wartet wahrscheinlich schon ewig drauf, dass ich wieder ein Horrorspiel spiele. Und könnt ihr gerne haben. Also ich habe später auf jeden Fall, ich habe selber keinen Bock, das aufzunehmen, aber ich habe später auf jeden Fall noch eine richtig scheiß miese Überraschung für euch. Nope, es ist nicht SCP-87B, wie wahrscheinlich jeder von euch jetzt denkt. Nein, es ist was ganz anderes, denn SCP-87B ist ja vorbei. So, Freund, du darfst erstmal zum Waschen. Gut, immerhin ist die KI noch so intelligent und kommt dadurch. Er ist auch gleich ready. Ne, er ist ready. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich denn meine Wiese schwer mähen könnte. Ich glaube nicht, denn das wird mir noch nicht angezeigt. Kann man das nicht irgendwie nachgucken auf der Karte? Nee. Ja. Denn die haben natürlich halt mal überhaupt nichts. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Nee, die bräuchten nämlich unbedingt Gras. Gut. Ich würde sagen, ich schnapp mir einfach mal das Mähwerk und überprüfe das mal, ob ich denn wirklich nicht mähen kann. Aber es sieht nicht so aus, ne? Das muss noch ein bisschen. Die können wir, by the way, eigentlich auch mal wieder waschen. Ja, ist jetzt ein bisschen mies, weil ich tatsächlich jetzt mal wieder gar nichts zu tun habe, so, ne? Der Raps dauert hier noch ein paar Minuten, also eigentlich eher so eine ganze Folge noch. Jetzt bin ich am Überlegen, weil eigentlich würde es sich ja dann fast lohnen, noch eine Fuhre Raps wegzubringen. Ist schön, dass er auch immer gleich tankt. Das finde ich super von euch. Wunderbar. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal einen Verkaufshelfer losschicken. Das musst mal du machen. Und dann werde ich hier noch den halben Hänger Raps wegbringen lassen. 49% hat er immerhin. Wo gibt's denn da am besten? Hafen. Ist gerade bei 2200. Bring mal Raps zum Hafen. Gut. Wenigstens managt sich der Betrieb hier so ein bisschen von selber. Und das ist gar nicht mal so verkehrt, denn irgendwie muss man doch ganz schön sich ranhalten jetzt. Oh, Guthelfer, hast dich gegen eine Seemaschine geratzt, was? Wunderbar. Weißt du was, du kannst eigentlich gleich mal hier stehen bleiben. Und dich mal abhängen. Ja, hier fährt jetzt schön gemütlich den Raps weg. Für mich finde ich ganz praktisch. Und ich glaube, jetzt können wir die Wiese wieder mähen. Oder? Ja, es sieht in der Tat reif aus. Ja, jetzt haben wir noch das Gras-Symbol wieder. Gut, dann werde ich die Zeit noch mal nutzen hier eben. Nur mal kurz schauen. Ja, wir sind bei 4 Minuten. Und dann auch definitiv jetzt mal gerade die Wiese noch mal mähen. Das mache ich jetzt mal eben so. Damit die Schafe hier auch mal wieder was zu fressen haben. Ja, denn Wolle ist jetzt tatsächlich einfach so ein Nebenverdienst noch. Den habe ich mir bewusst an den Start geholt. Weil ich glaube, wir brauchen mehr Geld. Und
Mehr Geld bekommt man in dem Fall jetzt eigentlich nur, indem man noch zusätzliche Rohstoffe verkauft. Und da ich halt eben nicht immer was auf den Feldern habe, was ich verkaufen könnte, muss ich natürlich ein gewisses Risiko auch eingehen. Was heißt Risiko? Es ist eigentlich soweit ganz gut, denn irgendwie sehr schön, unser Geld tickert hoch, wir haben 41.000. Der gute Mann jetzt hoffentlich nicht wieder für sich beschlagnahmt. So, jetzt mache ich auch runter gerade zurück hier. Sehr gut. Ja, dann warten wir auf den Raps und in der Zwischenzeit habe ich ja Gott sei Dank hier die Aufgabe, Gras zu mähen. Sonst würde das hier schon echt gar nichts mehr bringen. So. So. Sehr gut. Ja, also später, ich vermute mal gegen Abend hin, kommt Insomnia. Ne? Übles Horrorgame, glaube ich zumindest. Ich habe es nie gespielt. Ich weiß nicht, was der Sinn hinter diesem Spiel sein wird. Jetzt habe ich es ja eh schon getriggert, was kommt. Auf jeden Fall, ja, es ist, glaube ich, gut, wenn man das jetzt doch so schnell wie möglich macht, weil ich habe das halt seit Ewigkeiten hier auf meinem Handy rumliegen und irgendwie will ich halt, ja, die Scheiße jetzt endlich mal fertig machen hier, ne? Gut. Trainspotting-Videos vom ATS kommen auf jeden Fall auch noch, ich glaube 3 oder so. Nur für die, die gerne dabei entspannen, ist das, glaube ich, auf meinem Kanal genau das Richtige. Deswegen mache ich das ja auch, damit ihr einfach was zum Entspannen und Relaxen habt abends. Ich muss ehrlich sein, ich entspanne mich dabei auch immer. Also, ja. Und Mitfahrten, also Szenarios kommen dann auf jeden Fall auch irgendwann wieder. Wenn der Speicher reicht, ne? Sehr gut, er ist wieder da. Läuft. Und mein Rapsfeld ein bisschen im Auge behalten, dass das nicht verdorrt. Aber nö, wir sind ja noch bewachsen um Stufe 2, von dem her ist das eigentlich, ja, gar nicht mal unwichtig. Gut. Da ich jetzt Urlaub habe, by the way, werde ich definitiv öfter was hochladen. Habe ich aber, glaube ich, schon gesagt. So, wir haben da oben eine 1. Was das mal sein wird, ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt eigentlich ja auch erstmal die Wiese noch fertig machen. Und dann gleich sammeln lassen. Ich weiß nicht, ob das ein Helfer für mich machen kann. Günstig wäre es in dem Fall schon, weil ich dann wieder was anderes machen könnte. So, ja, jetzt reicht es wieder nicht ganz. Gut, das ist fertig. Ich hoffe mal, das ist nicht irgendwie nur Spiel speichern. Ja, könnte ich machen. Werde ich auch. Vorher darfst du allerdings schon mal anfangen, hier zu sammeln. Genau. Ja, das kann dein Helfer machen. Das ist gut. Dann let's fetz. Oh Mann, der fährt aber echt langsam, du. So, Anhänger voll Weizen zur Mühle, kein Thema, wir haben 9 Minuten, das mache ich jetzt noch flott. Und dann soll es das auch gewesen sein für heute. Der darf da hinten jetzt in Ruhe sein Gras sammeln. Und ich mache in der Zwischenzeit hier das. Gut, ich glaube, alle Felder sind ja gedüngt. Ich glaube mal, das mit der Wiese passt soweit auch. Der kommt da zurecht, wenn ich das so richtig sehe aus der Ferne. Sehr schön. Gut, dann wollen wir dich mal gerade noch verkaufen.
Da hinten ist er. Was war das? Weizen zur Mühle, glaube ich, ne? Ja, müsste. Aber alles easy, wir haben ja 12 Minuten Zeit dafür. Gut, dann hängen wir dich mal an, Freund. Genau. Und dann verkaufen wir dich auch direkt. Top, sehr schön. Ich hoffe jetzt nur, dass Insomnia nicht irgend so ein Horror-Story-Game ist wie Slender the Arrival oder so, sonst muss ich davon auch noch mehrere Folgen bringen. Nein, habe ich keinen Bock drauf. Sage ich euch ganz ehrlich, mache ich nicht. Nö. Also ich werde es kurz anzocken und wenn das ein Story-Game ist, dann kommt eine oder höchstens zwei Folgen. Die meisten Horrorspiele sind sowieso so 0815 mäßig aufgebaut. Und was sehe ich? Der Raps ist auch schon wieder gewachsen. Ich glaube, das kann also definitiv auch in der nächsten Folge dann mit der Ernte losgehen. Würde mich ein Schnitzel freuen, denn dann haben wir das Kapitel auch endlich fertig. Und jetzt, da wir drei Felder haben, haben wir auch wesentlich mehr Ertrag tatsächlich. Also von dem her eigentlich super. So, 11 Minuten. Ich muss noch ein bisschen gucken hier, weil ich mal wieder nicht auf die Uhr geschaut habe, wie lange ich schon aufnehme. Das ist immer so ein bisschen suboptimal. So, das sind wir auch schon. Und dann haben wir auch die Mission erfüllt. Sehr gut. Und was auch vorbei ist, ist unsere heutige Folge. Freunde, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Wenn es euch gefallen hat, das Übliche einfach Like da lassen. Vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, was ich besser machen könnte. Und ja, dann sehen wir uns heute Abend wieder bei Insomnia. Oh, hab ich Bock. Naja, kann euch egal sein. Ich muss es ja wohl irgendwie machen. Also, bis dann. Ich bleib hier stehen und sag ciao.